Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Limbo. Wir sind immer noch der kleine schwarz aussehende Junge hier, der kleine schwarze Junge mit den weißen Augen in einer schwarz-weißen grauen Welt voller Gefahren und Tiefen und Untiefen und kleinen Rätseln. Und hier geht es nach unten. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine. Im ersten Moment sieht es aus wie eine Falle, aber da scheint wohl sonst gerade nichts zu sein. Also, gehen wir weiter. Wir haben schon das erste Ungetüm verjagt. Eine riesenfette Spinne, der haben wir zwei Beine ge. Und nur los. Nein, da kommt die Spinne wieder und holt uns. Na, komm, 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 geh weiter, geh weiter, geh weiter. Nein, die Spinne hat uns doch. Ja. Ist das dieselbe Spinne oder ist das eine andere? Ja, jetzt sind wir eingewickelt. Ja, super. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wo Mai? Wir sind noch nicht tot. Doch, das gehört dazu. Komm, können wir uns irgendwie befreien, indem wir uns einfach hier so hin und her bewegen? Komm. Ja, toll. Ja! Ja! Ja, dann sind wir jetzt halt einfach eine Mumie. Klettern wir als Mumie weiter. Gehen wir als Mumie weiter. So, aus dem schwarzen Jungen ist ein weißer Junge geworden. Aber halt nur wegen diesem weißen Faden, den die Spinne um uns geflochten hat hier. Böse Spinne. Muss ich da runter? Nein, muss ich nicht. Oder doch? Na gut, ich bin da wahrscheinlich wieder ertrunken, weil da was ein kleines Wasserloch war. Gut, dann hüpfen wir da eben diesmal drüber. Ja. Sachte drüber hüpfen. Nein, 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 nein! Momentchen zu spät abgehüpft. Nochmal. So, geht doch. Die einfachsten Sachen, die krieg ich wieder mal nicht hin. Ja, genau. Hüpfen mal ein bisschen, da komm mal schneller voran. Oh, nein, nein, nein! Und schon wieder vergesse ich das Abhüpfen. Oder macht halt zu spät. Na, was? Ich komme da auf und hab gerade nicht die Chance bekommen, noch mal zu hüpfen. Ah, geht doch. So, was machen wir mit diesem Oioi hier? Oh, komm, 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 komm. Nein! War ja schon irgendwie klar, dass das passieren wird. Na, na, komm, 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 mach, dass du da runterrollst. Gut, das reicht. Ich frage mich, wie lange wir in diesem Bindfaden hier eingewickelt bleiben. Beziehungsweise hier der gute kleine Junge. Der offensichtlich. Lalala. Nein, 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 nein. Der nicht Limbo heißt oder so, sondern der sich hier im Limbo befindet. Oh! Ich darf überhaupt nicht von der Kugel runter. Ich muss auf der Kugel reiten. Oh, weia. Das ist, wenn man nur hüpfen kann, wenn. Schwieriger, ne? Nein, nein! Bum, bum, zim, 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 zim. Komm, komm, Junge. Ich glaube, ich nenne dich ab jetzt Dieter oder Peter. Oder Klaus?
Oder wie soll ich... Nein! Wie soll ich ihn denn nennen? Sagt mal an, wie soll ich den kleinen Jungen hier nennen? Weil so wie ich die Sache sehe, hat er ja nicht wirklich einen Namen. Also braucht er ja noch einen Namen, ne? Wie soll ich den kleinen Jungen hier nennen? Holla, die Waldfee, ich dachte eben, ich wäre schon wieder zu weit zurückgesprungen. Wie weit muss ich das hier eigentlich treiben? Da kommt schon wieder die nächste Spinne. Nein! Ich will nicht schon wieder Spinnenfutter werden. Wow! Schade. Ich dachte, ich könnte hier ein Stückchen abkürzen. Wahrscheinlich muss ich jetzt den ganzen Ritt. Na, muss ich den ganzen Ritt nochmal machen. Ja. Na, zip, 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 zip. Okay, das könnte hier ein wenig länger dauern. Vor allem, weil ich mich hier teilweise auch doof anstelle. So. Gut, ich habe mich jetzt hier gerade auch so ein bisschen von der Spinne ein bisschen beirren lassen. Die uns scheinbar hier gar nichts tut, oder zumindest vorerst. Und schon wieder klatsche ich da unten rein. Komm schon. So, jetzt aber. So, vielleicht immer erst, wenn wir genau auf der Mitte stehen, hüpfen. Und nicht zu weit. Zwischendurch vielleicht doch auch mal ein wenig weiter. So, jetzt kommt da schon wieder die Spinne. Mann, die irritiert mich halt, ne? Schon so ein wenig. Ich habe so das Gefühl, dass sie jeden Moment zuschlagen will. Opsa! Und weg hier, weg hier, weg hier! Oh! Jawohl! Wir sind befreit von diesem Bindfaden, du! Und nu? Ich dachte eben, er wollte sich noch mal ein bisschen schlafen legen. Gut. Ein kleines Fähnchen haben wir jetzt auch noch am Kopf hier. Oder ist das ein kleines Zöpfchen? Oh, wen haben wir hier? What the fuck? Nein, was ist denn das los? Was ist denn da los? Aufgehängt. Voll aufgehängt. Wer ist das? Ist das tot oder was? Ist ja unglaublich. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch wieder eine Falle. Was haben wir hier? Irgendwas, was man benutzen kann oder so? Probieren wir mal das da. Alles klar. Sollten wir dann vielleicht nicht unbedingt machen. Oder kann man? Doch. Ah, doch, kann man. Sollte vielleicht nochmal wegspringen, damit die Falle hier nicht so zieht. Und schaukeln. Up. So. Ja, die Stelle haben wir auch schon geschafft. Bin ich jetzt mal gespannt. Was kommt als nächstes? Insel hüpfen. Ups. Ups. Nein, nein. Ja, einen Toten haben wir da auch schon. Der hat es wohl auch mal versucht, darüber zu kommen. Oh. Und schwingen. Schaukel. Lalala. Tridra, drolala. Der Kasperle ist wieder da. Tridra, drolala. Der kleine Junge hier in Schabarz. So, und... Upsala. Upsala. Und... Tut das da was? Na! Oh, fuck. Ich hab's gewusst, dass da irgendwas Böses passiert. Ach so. Da hüpfen wir drauf.
Dann geht's weg. Okay, weg, 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 weg. War das knapp. War das knapp. Upsa. Upsa. Ja, da hätte ich mich jetzt auch noch mal aufspießen lassen können, wahrscheinlich von diesem kleinen Ast da unten. Und upsala. Upsa. So, ich hatte eigentlich hier vor an. Alles klar. Alles klar, MBH. Was macht dann hier meine Uhr schon wieder? Die hat sich schon wieder abgeschaltet. Die ist müde. Ja, das war schon wieder doof. Egal. Ich wusste doch, dass da was kommt. Und lass es halt einfach mal kommen, ne? Gut. Dann sind wir mal. Nochmal. Oh. Da bin ich dann wohl ein wenig zu früh gesprungen. Hulla, die Waldfee. So, so geht's doch. Wunderprächtig. Was kommt als nächstes? Hüpfen wir mal weg. Upsa, 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 hopsa, Hase. Na, da ist schon wieder. The fuck? Das ist aber keine echte, diesmal. Ja. Ja, geh mal einfach durch. Na, was bist denn du für einer, hä? Ich kann mit diesem Ding da rumspielen, ne? Ob's was bringt? Hier eine mechanische kleine Spinne. Aber weiter kann man damit dann nichts machen, ne? Und der Typ, dem es gehört, der ist jetzt auch wieder abgehauen, ne? Upsa, da ist wieder Wasser, das sehe ich doch. Wo ist denn der hin? Was zum Teufel war das jetzt hier? Mahlstein oder was? Ja, wir könnten natürlich auch mal kurz ins Wasser hüpfen, ne? Wo wir schon dabei sind. Da sind schon ein paar von diesen Dingern drin. Das richtig sehe, warte mal, das gucke ich mir nochmal an. Ja, eindeutig. Schon einige. Oh, war Moment mal. Wenn ich das so betrachte, könnte es doch günstig sein, einfach hier so zu machen. Kommt da noch was? Moment, kommt jetzt noch ein zweiter und ein dritter oder so. Ja. Oder nicht? Das hat doch gerade gerumpelt. Ja. Ah, was? Was, was? Was, 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 was? Was mache ich? Wem wollte ich mit der Leertaste springen? Mit der Leertaste springt man hier doch nicht. Ja, genau. Da kommt jetzt erst wieder dieser Reifen da oder was auch immer das ist. So, über den anderen müssen wir aber drüber springen können. Ja, wusste ich doch. Von da oben kommt das Zeug immer hier. Ja, da, die Drecksäcke. Die Drecksäcke da. Hauen es einfach runter. So, euch gebe ich Zunder hier. Euch gebe ich Zunder. Das geht ja mal fein, ne? Ich glaube, es wäre vielleicht günstig, nicht da runter zu gehen.
Oder soll ich da mal gucken gehen? Nö, da ist nichts. So, wo sind sie denn hin, die zwei Drecksäcke? Haben sie sich jetzt aufgehangen, oder was? Oder ist das ein anderer, den sie da aufgehangen haben? Aha! Der eine hat den anderen aufgehangen, oder was? Ja! Das haben wir gern. Ne? So, kommt das hier automatisch oder wie oder was? Ah! Kommt von der anderen Seite auch noch so ein Teil. Könnt mich mal gerne haben. Könnt ihr mich? Da sollte ich vielleicht besser nicht rüberspringen. Wenn er schon gleich... Liegen das zwei oder drei? Aber auf jeden Fall sind es mal schon zwei von den Dingern. Dann gehen wir mal da hoch. Hä? War da nicht eben noch ein Seil? Na egal. Kann ich hier irgendwie noch was... Na, ich kann da ja auch nicht weiter hoch. Okay. Dann geht's da lang. Und ich würde sagen, nach dem nächsten Tod werde ich den Part mal beenden. Und... Ja. Hier was machen. Hier was machen. Ja. Ja, mich töten und von der Schiene rübertragen lassen. Okay, das funktioniert hier also erstmal nicht. Aber wir können uns hier verstecken. Ja. Offensichtlich nicht. Okay, wie wir da am besten vorbeikommen, gründen wir im nächsten Part. Und lasst doch einfach mal hören, wie soll ich denn den kleinen Jungen hier nennen. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen.